Autoreifen wiederherstellen. Kaputte Autoreifen kommen häufig vor. Meistens sind es relativ geringe Schäden, die schnell behoben werden können. Bei jungen Reifen, die erst wenige Kilometer gebraucht wurden, lohnt sich eine Reparatur bei jedem kleinen Schaden. Wenn der Reifen ein Loch durch einen Nagel oder ähnliches erhalten hat, sollte man ihn unbedingt reparieren lassen. Im Vergleich zu einem Neukauf ist es die günstigere Variante. Das Verfahren kann manuell durchgeführt werden, erfordert jedoch besondere Fähigkeiten und viel Aufwand. In großen Unternehmen, wo täglich mehrere hundert Autoreifen repariert werden, werden dafür Spezialgeräte eingesetzt. Diese Geräte werden vom Reifenhersteller Marangoni hergestellt. Zuerst wird die alte, abgenutzte Schicht vom Reifen entfernt. Nach einer erneuten Prüfung werden eventuelle Beschädigungen des Reifens beseitigt, bevor der Ring aufgelegt wird. Die Rohlinge werden über ein speziell gefertigtes Einschienenhängesystem so befördert, dass sie nicht verunreinigt werden können. Durch eine beidseitige Einhüllung wird die optimale Haftung der neuen Laufflächen auf der Karkasse gewährleistet. Nachdem der Reifen belegt wurde, muss dieser vulkanisiert werden. Es kommt in eine heiße Kammer, wo alle Teile miteinander verbunden werden. Eine solche Reifenrestaurierung ist im Durchschnitt 30-40% billiger als ein Neukauf. Matratze anfertigen. Es gibt viele Arten von Matratzen und genauso viele Technologien für deren Herstellung. Heute zeigen wir euch, wie traditionelle Matratzen mit einem Federkern angefertigt werden. Sowohl Menschen als auch Spezialmaschinen sind an dem Verfahren beteiligt. Die Menschen sind für mechanische Tätigkeiten verantwortlich und die Maschinen übernehmen Aufgaben, bei denen die Genauigkeit gefragt ist. Die Maschine sprüht den Klebstoff entlang der Kanten des Filzes, der als Isolierschicht wirkt. Darauf kommt ein Gerüst aus Polyurethanschaum. Damit behält die Matratze ihre Form. Der Platz im Inneren ist für die Füllung vorgesehen, diese kann ganz unterschiedlich sein. In unserem Fall werden Federn als Füllstoff gewählt. Darauf kommt wieder der Filz als zusätzliche Isolierschicht. Da die Matratze immer mehrschichtig aufgebaut ist, hilft die Maschine den Arbeitern. Sie trägt den Klebstoff auf und die Arbeiter bringen die weiteren Schichten oben und seitlich an. Sie verleihen der Matratze einen bestimmten Härtegrad. Zum Schluss kommt der Matratzenbezug drauf. Er dient als schützende Umhüllung für den Matratzenkern. Die Maschinen drehen die Matratze, damit die Arbeiter schneller vorankommen. Vakuumformen. Kunststoff ist derzeit das gefragteste Material, aus dem viele Waren hergestellt werden. Die schnellste Methode von gleichen Formen ist das Vakuumformen. Damit werden Kunststoffverpackungen, Spielzeuge, Koffer und Gehäuse für verschiedene Geräte hergestellt. Die allererste Stufe ist die Erstellung einer Matrix. Diese bestimmt die Form aller künftigen hergestellten Produkte. Spezielle Vakuumpressen arbeiten mit Polystyrol, ABS-Kunststoffen, Sanitärkunststoffen und fast jedem anderen Material. Auch die Farbe und Dicke können beliebig sein. Das Werkstück sieht aus wie ein dünnes Blatt. Innerhalb von Sekunden wird es erwärmt und wird weich und geschmeidig. Jetzt muss der Kunststoff aufgeblasen werden. Das Blatt verwandelt sich in eine Blase. Dieses Verfahren ist notwendig, damit die Wände gleichmäßig dick werden. Dann wird die Luft herausgepumpt und das Plastik in die Form gepresst. Innerhalb von Sekunden liegt das Material fest in der Matrix und wiederholt jede Biegung, Aussparung oder Ausbuchtung. Nachdem das Werkstück abgekühlt ist, dies geschieht sehr schnell, wird die Form entfernt. Der letzte Schritt ist das Schneiden. Eine Fräse schneidet den überschüssigen Kunststoff ab und macht bei Bedarf Öffnungen.
Herstellung von Glasflaschen. Die Zeiten, in denen Glasflaschen von Hand geblasen werden mussten, sind schon lange vorbei. Bis auf ein paar künstlerische Ausnahmen werden alle Glasflaschen in der Massenproduktion hergestellt. Die Grundzutaten hierfür sind in der Regel Sand, Kalk, Farbstoffe und Soda. Alles zusammen wandert als große Menge in die Schmelzwanne. In dieser kommen 1500 Grad Celsius zustande. Um diese Temperatur herum beginnen Sand und Altglas zu schmelzen. Dann schneidet eine spezielle Klinge das heiße Glas, damit kleine Werkstücke entstehen. Diese kommen dann in verschiedene Formen. Auf diese Weise können gleich diverse Flaschenformen gegossen werden. Obwohl die Flaschen fertig aussehen, müssen sie noch mehrere Verarbeitungsstufen durchlaufen. Die abgekühlten Flaschen werden erneut auf 500 Grad Celsius erhitzt. So wird die Restspannung entfernt, die die Flaschen zum Platzen bringen kann. Zuletzt werden sie mit einer Lösung besprüht, die das Glas weniger anfällig für Kratzer macht. Nüsse verpacken. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wer dafür verantwortlich ist, dass die auf der Verpackung angegebenen Menge mit der tatsächlichen Menge übereinstimmt, wenn ihr zum Beispiel Süßigkeiten oder Nüsse kauft? Die nächste Ausrüstung, die wir euch heute zeigen, wird eure Fragen beantworten. Dies ist eine Verpackungsmaschine der tschechischen Firma Viking Masek. Der gesamte Verpackungsprozess ist in mehrere Schritte unterteilt. Der erste ist die Aufteilung der Gesamtmasse in gleich große Teile. Das Video zeigt die Verpackung von Nüssen, doch die Ausrüstung kann beispielsweise auch für Süßigkeiten verwendet werden. Jedes Fach ist mit einer Waage ausgestattet. Alle Portionen haben also die gleiche Größe. Für die hohe Genauigkeit ist kein Bediener, sondern eine Maschine verantwortlich. Der zweite Schritt ist das direkte Verpacken. Die Maschine arbeitet mit einem Plastikbeutel. Ein abgewogener Teil der Nüsse kommt hinein, wonach die Verpackung versiegelt wird. Dieser Vorgang wird ständig wiederholt, die Geschwindigkeit ist einstellbar. Sie hängt von den Produktionsanforderungen und der Maschinenleistung ab und kann ca. 300 Zyklen pro Minute erreichen. Diese Maschine bietet enorme Möglichkeiten. Sie ist mit Beuteln mit einer Breite von 50 bis 300 mm ausgestattet. Verpackungslösung. Die meisten Getränke werden in festen, haltbaren Verpackungen in Lebensmittelgeschäfte geliefert. Und wenn ihr denkt, dass Menschen diese Verpackung befüllen, liegt ihr falsch. Diese Option ist natürlich möglich. Die Automatisierung bringt die Produktivität jedoch auf ein neues Niveau und ermöglicht es, die Aufgabe viel schneller zu erledigen. Diese Maschine ist eine Verpackungsanlage der deutschen Firma KHS Group. Die Linie kann für die Verarbeitung von bis zu 86.400 Containern pro Stunde modular aufgebaut werden. Aber das ist nicht alles. Die geblockte Verpackungslösung ermöglicht durch ihren modularen Aufbau, verschiedene Primärverpackungen und Sekundärverpackungen in einer Anlage zu verarbeiten und kann dementsprechend an zukünftige Verpackungstrends angepasst werden. Die kompakte Anlage lässt sich von nur einem Operator bedienen. Dank Robotertechnologie wird auch der Wartungsaufwand reduziert. Mit dem InnoPack TLM-System spart man Geld. Die Kontrolle über alle Manipulatoren wird von einem einzigen Bediener durchgeführt. Außerdem ermöglicht das schnelle, werkzeuglose Formatwechsel verkaufsfähige Produkte von der ersten Verpackung an. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.